So, dann haben wir, ich hoffe, der Sound läuft weiter. Auf jeden Fall hat Marius Moritz geblockt und das Ding ist bei Clemens gelandet. Ja, ja, genau, der Marius-Helikopter gab's. Ja, und Moritz schießt, passt erstmal dahin, wo Marius an der Wand parkt. Und Marius bewegt sich nicht. Verstehe ich auch nicht. Und er ist einfach weiter. Arne, die kommst du einfach so, als wären wir live. Ja. Trotz der 70-80%-Quote. Alter, wir haben eine 200-Megabit-Kiste, aber guck mal, Upload noch. Ja. So, Moritz hat hier die Möglichkeit, auf dem 3-3 zu machen. Verschießt und Finn hält auch noch den Nachhacker und beide grinsen sich einen ab. Die Upload ist auch top. Ja. Das war aber. Finn legt Mittelauflage auf. Passversuch. Leider nicht connected, aber Marius holt sich den. Finn und Moritz im Mittel geil. Sie ist doch zurückgenervt. So, da können wir hier nochmal. Clemens findet es aber witzig. Da wird nochmal kurz unter der Mütze gekratzt. Finn macht einen kleinen Stretch. Und Marius pustet den Handschuh. Eigentlich alles wie jeden Mittwoch. So, eine Seite klatscht ab, die andere. Oh, ich habe beide Abklatscher drauf bekommen. Schau dir das an. Nee, der Stream hing gerade. Aber jetzt sollte er eigentlich wieder flüssig laufen. Ja, wir hatten hier kurz Connection Issues. Trotz 250er Leitung. Und 50er Upload. Und Marius haut hier die 4-2 Kiste. Arne, kannst du mal anklicken. Rein und holt sich jetzt hier den Satzball auf die 3. Der dringend gebraucht wird, um in den dritten Satz zu gehen. Kleiner Übersteiger auf der einen Seite. Tibbel die Tipp. Und es gibt einen Kurbler. Ich werde verrückt. Der hat sich heute vorgenommen, Kurbler zu schießen. Das wird heftig abgefeiert auf der einen Seite und genervt beäugt auf der anderen Seite. Und damit gehen wir in den dritten Satz. Ja. Ja, aber die Laune ist weiterhin gut. Hervorragend. Auf der St. Pauli-Seite. Die Maschinerie. Und wir gehen in den dritten Satz. Hier gibt es keine lange Pause, keinen Bock lang zu fackeln. Ah ja, der kleine Aussetzer hat uns 10 Zuschauer gekostet. Oder besser gesagt, 75 haben es durchgehalten. Grüße gehen raus an euch. Ui, und dann gibt es einen Diepen rechts in den Pfosten von Marius. Dann wird das Shirt von Moritz abgefeiert. Ich weiß gar nicht, welches er trägt. Ich glaube, es ist ein Pipi Langstrumpf Slingshot Shirt. Ja, ich bin ein großer Fan von dem Shirt von Clemens. Hongkong, wer hat denn ein Hongkong-Bar-Shirt? Voll geil. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Boah, Clemens hier weggeparkt, die rechte Kiste. Und da ist die untere Bande von Finn. Finn haut die erste Kiste raus und die sieht auch richtig schick aus. Damit steht es jetzt hier 2-0. Und die St. Pauli-Seite muss jetzt hier mal Gas geben. Finn hier weiterhin mit einer sehr guten Defense. Was macht Clemens? Mein Gefühl ist, da kommt jetzt kein Pass. Da wird es geballert. Und der klassische Clemens-Slice und Moritz-Nachtreter. Und wir sind bei 2-1.
Hier wieder kleines Mikromanagement von Marius. Und Clemens hält weiter, ja. Nicht schlecht. Boah, Stickpass, zweite Figur, wird abgenickt. Mit dem Kopf oder mit der Unterlippe? Mit dem Kopf, ne? Wow, so für Unterlippe hat es nicht gereicht. Ah, aber jetzt hier, Clemens hält wieder ein. Ich habe das Gefühl, wo kam denn der Torwart daher, ey? Von der, ganz von der anderen Seite und bam, steht er da. Finn hat Bock auf mehr, das sieht danach aus, ja. Und Marius knüppelt ihn mal durch auf seine 3. Tippel die Tipp und rechts wieder der Torwart da. Oh, mein Bier ist alle, jetzt wird Wasser getrunken. Und noch einer rechts. Da gab es einen Kopfball von Marius. Aber leider bleibt der Ball nicht bei ihm. Noch 3 von hinten. Boah, Clemens war mit einer unteren Puppenaktion. Ja, macht er in letzter Zeit immer häufiger, finde ich. Also da werden auch bei Clemens noch neue Sachen ins Repertoire aufgenommen. Finde ich geil. Nice. Finn versucht diesmal die obere Bande zu spielen. Den geht über Clemens zurück an Moritz. Der legt den Zieher auf, es ist soweit, Arne. Und dann gibt's eine jetzt gibt's eine Finn-Welle. Ja. Und einen kleinen Lächler zurück von Moritz auf Clemens. Ah, da kommt die untere Bande als Clip rein. Ja, das stimmt. Das muss man auch einfach sagen. Die Torhüter machen hier gerade das Game. Das ist einfach so. Beide halten gut, beide spielen gut raus. Und Moritz testet den Zieher nur einmal. Ja, das sah einfach, ja. Und jetzt gibt's auch noch einen Slingshot von Finn. Ich werd verrückt. Oh, jetzt ist aber hier die... Der war richtig lecker. Jetzt haben wir also mal... Also davon kann gerne auch ein Clip gemacht werden, würde ich sagen. Das hat schon Spaß gemacht. Finn fühlt sich wohl. Es gibt so ein kleines... in die Tasche spielen Fünfer-Battle und Marius beendet das mit einem Schleuniger. Und dann hat er jetzt hier die Möglichkeit auf ein 4-1. Und Sebastian hat richtig viel Angst um seine Punkte. Er will hier noch 2 Tore von Finn sehen. Geil. Diggi, es steht 3-1. Ja. Sebastian, mach mal keinen Stress. Bist du all in, oder was? Können wir mal gucken. Das können wir sehen. Gleich sind so 10 Punkte oder so, ich sehe es schon kommen. Naja, 5000. Ja, die Frage ist halt, wie viel Sebastian hat. Ja. Hat Sebastian 50.000 und hat 10% gesetzt? Oder hat Sebastian Sebastian all in? Setzt man sonst 5.216? Wenn man 50.000 hat? Ja, steht glaube ich für all in. Ja, du ist die 3-1 im letzten Satz, da würde ich mir. Also. Und kleiner Mini-Wechsler wieder auf links und es steht 4-1. Sebastian hat auf jeden Fall ein bisschen bessere Blutdruck bekommen. Aber die Kiste ist nicht vorbei, Leute. 4-1 heißt noch lange nicht, dass es vorbei ist. Pass auf. Aber Moritz muss halt jetzt mal zünden, ne? Wenn du die Kiste noch gewinnen willst, musst du halt auch auf der 3 mal ein paar reinschießen jetzt. Finn hier wieder mit. Ah, und da. Bisschen hängen geblieben, weil der Pass kommt an. Marius hat den Matchball auf der 3 und er geht über den Torwart rein zum Mittwochsdoppelfinale. Leute, wirft das Konfetti hoch. Die Tribüne tobt. Die Tribüne tobt. Einigermaßen. Die drei alten Herren auf der höchsten Kante haben es mitbekommen, dass einer einen Ball reingeschossen hat. Aber sonst wird halt noch an den anderen Tischen wird halt noch gespielt. Ne? Es läuft zumindest
auch noch das Amateurfinale von Lydia und Sina gegen Sabrina und Sven. Also heute sehr viel Pfeifbar St. Pauli in den Finals vertreten. Finde ich geil. Und, ja, Finn Grande, ja, Clemens eigentlich auch sehr gut, aber Finn dann noch einen kleinen Tick besser. Offensiv auf jeden Fall, ja. Ja. Defensive auch, ja, beides Bei eigentlich. Clemens auch eine Bank. War muss ein eigentlich Spiel, hat Spaß gemacht. Man muss eigentlich sagen, im letzten Satz es hat sich nicht nach einem 5-1 angefühlt, aber Moritz 3 wurde halt rausgenommen. Immer mehr. Und wenn du da natürlich aktiv, wenn du dann halt keine Tore mehr von der 3 machst, dann wird's halt tough, ne? Ja. So, haben wir noch ein paar abschließende Worte, Arne? Was passiert als nächstes im Kicks? Boah, morgen ist freies Kickern und jede Menge Ligaspiele. Aber bestimmt noch genug freie Tische, wenn man ein bisschen ballern will. Freitag ist No Pro und Samstag gibt es ein Dip zusammen mit den Clubkindern und der Kampagne für saubere Kleidung für einen guten Zweck hier im Kicks. Das hört sich ja ganz wundervoll an. Das hört sich hervorragend an. Also wer Samstagabend nichts vorhat, kommt ins Kicks und spielt ein schönes Dip. Lernt noch was über die Zustände in der Textilindustrie dabei. Kann ich nur empfehlen. Gutes ja, Abendprogramm. Ja, ich bin leider verplant. Ich gehe Äpfel pflücken, aber ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja. Vielleicht schneide ich mal freitags auf ein Bier vorbei und gucke mir an, was die No-Pro-Leute am Tresen voll. Das will ich ja auch irgendwann nochmal machen. Ich war noch nie beim No-Pro. Irgendwann will ich mich da mal. Ich war schon ganz häufig da, aber ich habe noch nie mitgespielt. Ich saß immer nur am Tresen und habe ja, Bier getrunken. Ja, mitspielen darfst du ja auch nicht. Aber ja. Ich war da noch nie im Kicks. Hey, ist voll gut. Also für alle, die da hier nicht so regelmäßig sind oder nur eins von beiden spielen, wären wir hier Chef persönlich beim Training zu gucken. Ja. Wie er versucht, Slingshots zu schießen. Versucht, was heißt denn versucht? Noch einen für die Galerie, dann gibt's einen Clip. Ja, das No-Pro hatte halt irgendwie Überschneidung zum Mittwochsdoppel von gefühlt nur 5-10%. Und es ist einfach ein Spaßturnier. Und die Leute spielen halt nicht so, spielen halt vielleicht ein bisschen lockerer. Es gibt entspannte Regeln und kippen sich vor allem leicht einen hinter die Binde. Von daher, und die Stimmung ist einfach gut. Und man kann hier ruhig mal als jemand reinkommen, der in der Kicker-Szene bekannt ist und beim No-Pro einfach gar nicht auffallen. Das ist ganz schön. Klar, okay. Tony Spellman kriegt das jetzt vielleicht nicht hin. Aber es ist doch ganz angenehm, dass beim Freitags halt man teilweise die Gesichter gar nicht kennt. Das ist einfach echt sehr, sehr, sehr erfrischend. Irgendwann passiert es. Erstmal hier noch Fotoshooting, das können wir noch mitnehmen. Noch ein bisschen posen. Oh ja, das ist genau, was wir sehen wollen. Dann sind wir mit diesem wunderschönen Siegerbild verabschieden wir uns. Ja. Ja, liebe Grüße gehen raus an den Chat. Habt noch einen schönen Abend. Macht noch einen Clip von Ricos Slingshot gerade bitte. Und dann sehen wir uns nächsten Mittwoch. Ciao. Haut rein.